Was sagen Sie eigentlich zu diesem ganzen Drama? Also es sind ja auch die Wogen, die gehen ja komplett jetzt auch hoch in Österreich. Ja, für mich ist das ein weiteres sehr, sehr trauriges und denkwürdiges Beispiel, wie in Österreich mit Kinderrechten umgegangen wird, wie mit Menschenrechten umgegangen wird. Das reiht sich ein in die Kette von Moria, in die Kette der Lehrlinge, wir können uns noch erinnern dazumals, und jetzt wieder die Abschiebung dieser minderjährigen, sehr, sehr gut integrierten jungen Mädchen und Jugendlichen. Für mich ist das Ganze unerträglich. Die Mädchen bzw. generell auch die Schüler und Schülerinnen sind ja sogar in Österreich aufgewachsen, sind auch hier geboren, perfekt deutsch natürlich, bzw. gehen sogar teilweise ins Gymnasium. Also man kann sich ja das auch gar nicht irgendwie denken, warum da auch die Regierung so regiert. Was glauben Sie, was steckt dahinter? Das kann ich Ihnen nicht sagen, was die Regierung dazu denkt. Offensichtlich denkt sie nicht humanitär genug, dass sie diesen Mädchen hier ein Bleiberecht einräumt und ein vernünftiges Leben auch einräumt. Denn wenn man sieht, entlang dieser Bildungskarrieren der Mädchen, aber auch der anderen Jugendlichen, die maturieren hätten sollen, die in Gymnasien gehen, besser kann man junge Menschen nicht integrieren. Und was sie jetzt tun, ist mit einem Schlag das Leben dieser jungen Menschen komplett zu zerstören, denn sie werden rückgeführt in Länder, die sie nicht kennen. Die stehen dort auf der Straße. Also schlimmer geht's nicht, meines Erachtens. Ja. Frau Hammerschmidt, Edi Finger spricht hier. Ich habe eine Frage an Sie, weil das bewegt mich schon die ganze Nacht eigentlich. Erstens einmal ist das, glaube ich, nicht die Schuld der Polizei, sondern wir haben ja eine Justizministerin, die auch nicht in Österreich geboren wurde. Und es gibt ja ein Urteil, ein Gerichtsurteil. Meine Frage ist jetzt, was steckt hinter diesem Urteil? Und ich glaube, es ist ja nicht die Frage der Polizei. Die Polizei, die sind ja die Ausführenden, sage ich jetzt, die nichts zu reden haben. Die machen eigentlich nur ihre, leider in dem Fall, sehr tragische und unangenehme Arbeit. Aber was mich so interessiert, was steckt dahinter? Warum gibt es in der Justiz mehrere Verfahren, wie mir heute gesagt wurde? Warum wurden sie rechtskräftig von Richtern, von unabhängigen Richtern verurteilt? Das hat doch niemand uns erklären können, was da dahinter steckt. Ich bin auch keine Juristin, ganz offen gestanden, aber Fakt ist schon, es gäbe schon Optionen, diesen jungen Menschen ein Bleiberecht in Österreich einzuräumen. Es gibt die UNO-Kinderrechtskonvention, es gibt die Europäische Menschenrechtskonvention, die auf die Kinderrechte pochen. Und natürlich hätte es Möglichkeiten gegeben, diesen Kindern legal hier einen Status und einen Aufenthalt zu ermöglichen, ein Bleiberecht zu ermöglichen. Diese Option hat die Justiz natürlich. Warum sie es in diesen Fällen nicht getan hat, das entzieht sich meiner Kenntnis. Ja, meiner leider auch. Also, aber ich glaube, das muss man auch zu so einem Fall einmal, man muss sich überhaupt den ganzen Fall einmal anschauen, was da alles, ich sage es einfach salopp, schiefgelaufen ist. Weil wir haben ja die Kinder auch gesehen, das sind ja wirklich nicht die Menschen, wo man sagt, die werden abgeschoben. Also da verlierst du ja normal jede Wette, aber auch jedes Verständnis. Aber ich glaube, der Fall ist zwar im Moment für die Mädchen tragisch abgeschlossen. Aber ich glaube schon, dass man noch einmal nachschauen muss, was ist wann und wo passiert. Angeblich ist das ja heute Nacht der 6. Abschiebungsversuch gewesen. Ja, aber es sind nicht die einzigen. Also ich habe nur ganz, ganz beim schnellen Recherchieren gefunden, dass wir allein im letzten Jahr, in der ersten Jahreshälfte über 34 Kinder abgeschoben wurden auf diese Art und Weise. Ja, es werden laufend offensichtlich junge Menschen, die hier teilweise geboren sind, hier in die Schule gehen oder sich integriert haben, immer wieder abgeschoben. Und erinnern Sie sich an die Lehrlinge. Das ist alles kein Einzelfall. Das ist leider Gottes offensichtlich türkise christlich-soziale Handschrift neuerdings und das macht mich wirklich, wirklich traurig. Das Problem ist auch, glaube ich, und das sehen auch sehr viele, auch Menschen, die sagen, wir haben so viele auch Verbrecher leider in Österreich, da passiert nichts. Und gerade diese Schüler und Schülerinnen, die eigentlich wirklich sehr brav auch in der Schule sind, beziehungsweise im Freundeskreis aufgebaut haben, da passiert auf einmal das. Das ist ja auch alles nicht ganz richtig. Genau. Und hier müssen wir allesamt, die gesamte Bevölkerung
näher hinschauen, draufschauen, was passiert, wann und wo und wie. Und wir müssen uns für die Kinder einsetzen. Es gibt, wie gesagt, ich poche einmal mehr auf die UNO-Kinderrechtskonvention und auf das, auf die Menschenrechte, die es einzuhalten gilt. Und faktisch schon, Menschenrechte dürfen nicht von Meinungsumfragen abhängen. Das heißt, wir müssen allesamt, wir sind allesamt angehalten, als Gesellschaft auf die Einhaltung der Menschenrechte zu drängen. Das muss unsere gemeinsame Aufgabe sein. Frau Hammerschmidt, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch und alles Liebe.